Hallo und herzlich willkommen, liebe Jungfrauen. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Jungfrau-Sternzeichen, Aszendenten oder auch, wenn du deinen Mond im Zeichen Jungfrau stehen hast, kannst du hier vielleicht in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. Und zwar schauen wir uns die kommenden 2 Wochen an, die letzten 2 Oktoberwochen. Was zeigt sich da für die Jungfrauen? Das wollen wir uns anschauen. Zunächst einmal mit einem allgemeinen Thema. Worum geht es für die Jungfrauen in den nächsten 2 Wochen? Was ist wichtig? Was ist ein wichtiges Thema hier? Für die Jungfrauen bitte. Flexibel. Sei flexibel. Flexibilität. Flexibles Herangehen, aufeinander zugehen, abwägen. Ja, also hier kann es darum gehen, die Balance zu wahren, irgendwie in der Mitte zu bleiben. Wir haben ja hier auch einen Akrobaten, der auf einem Ei steht. Und sehr flexibel ist aber auch sehr gut die Mitte hier findet. Okay, wir schauen mal mit den Astroenergien. Ui, die kam sehr schnell. Der nördliche Mondknoten, neue Potenziale. Da geht es um den Seelenweg, die seelische Entfaltung, Bestimmung. Da geht es um Entwicklung, Weiterentwicklung. Und das Haus 6 ist das Haus der Jungfrauen, dein Haus. Da geht es um die Gesundheit, die alltäglichen Routinen, Ernährung, Schlafgewohnheiten, Arbeits- und also Work-Life-Balance, die Arbeitsroutinen, alltägliche Dinge, die alltägliche Arbeit, aber auch Gewohnheiten. Da geht es immer darum, sich ja natürlich zum einen um die Gesundheit, das Gleichgewicht zwischen dem Beruflichen und dem Privaten, Gesundheitlichen zu widmen, eine Balance zu finden, sich um das eigene Wohlbefinden und die körperlichen Bedürfnisse zu achten, genügend Schlaf kann hier wichtig sein. Einfach die Balance, ne? Das Thema, die Mitte finden, flexibel, eine Balance finden. Auf die Gesundheit achten, praktische Details, vielleicht auch gesunde Rhythmen oder Strukturen erschaffen. Okay. Dann schauen wir uns noch ein Thema hier an. Es ist komisch, wie die heute direkt aus meiner Hand fallen, die Karten. Da geht es um Reinigung. Energetische Reinigung. Und der Engel der inneren Einkehr. Da geht es darum, ja, die Gedanken zu ordnen. Die Jungfrau ist ja das ordnende Prinzip. Und hier geht es jetzt darum, ja auch hier Neusortierung, ordnen. Also das ist sehr jungfräulich hier. Da geht es auch um die Ruhe, die Angstlösung, Angst auflösen und den Blickwinkel verändern, eine neue Perspektive einnehmen, sich neu sortieren. Okay, das steht jetzt hier an für die Jungfrauen. Hier hätte ich auch noch gerne eine wichtige Energie für die Jungfrauen. Die Einsamkeit, also nochmal, der Rückzug, Einkehr, Besonnenheit, Reflexion, das ist also wirklich auch ein bisschen Eremitenenergie. Der Eremit ist ja auch jungfräuliche Energie, es passt schon ziemlich gut. Ja, da geht es wirklich um das Neusortieren, Neuausrichten, Prioritäten erkennen, Neusetzen, Neubewerten. In der Einsamkeit, in der Einkehr. Sehr interessant. Ja, darüber nachdenken vielleicht, welche Routinen tun mir gut und welche nicht. Wie kann ich meinen Alltag besser strukturieren, besser organisieren? Wie kann ich mich auch beruflich hier besser entfalten oder neu aufstellen, um meine Potenziale hier auch wirklich zu nutzen. Bestmöglich. Ja, also eine Neusortierung für die Jungfrauen. Gut, jetzt schauen wir mit dem Tarot. Das ist schon komisch, wie die Karten mir hier aus der Hand fallen. Ne? So. Okay. Da haben wir das Erwachen, das Gericht, die 8 der Schwerter und die 6 der Stäbe. Erstmal die aktuelle Situation ist das, da sehen wir eine Befreiung, eine Erlösung, einen Sieg. Einen siegreichen Triumph, etwas, ja, vielleicht findest du, hast du hier irgendein Problem gelöst, für irgendeine Situation hier eine neue Lösung gefunden, eine Befreiung. Tiefe Erkenntnisse und Einsichten gewonnen oder eine Art Erleuchtung. Irgendetwas, was hier definitiv dich zum
Sieg geführt hat, zum Triumph, dass du hier etwas erfolgreich meistern konntest oder erfolgreich geworden bist, Anerkennung bekommen hast oder vielleicht bekommst du gerade Anerkennung für die Arbeit, die du geleistet hast. Vielleicht fühlst du dich befreit von einer Hemmung, von einer Blockade. Wir haben ja hier mit den Achterschwertern eigentlich so ein selbstgeschaffenes Gefängnis. Ja, da haben wir so angstbasierte Gedanken, die dich einschränken, wo man sich gehemmt und unfrei fühlt. Aber das Gericht zeigt mir hier, dass du eigentlich im Moment in einem Befreiungsprozess bist, wo du innerlich erlöst wirst. Vielleicht fühlst du dich im Außen noch eingeschränkt. Ja, wir haben ja hier die Bewusstseinsebene, hier das Unbewusste und hier haben wir die äußere Haltung. Ja, du trittst als Sieger auf. Aber du fühlst dich hier oder erkennst dich oder analysierst dich hier irgendwie noch als gehemmt, blockiert. Irgendwas ist in dir noch nicht so richtig befreit, aber dieser Befreiungsprozess findet statt. Auch wenn er dir nicht bewusst ist, du bist gerade dabei, dich von alten Fesseln zu befreien, authentisch zu werden. Ja, alle Hüllen abfallen zu lassen, die dir nicht entsprechen. Vielleicht willst du auch etwas wiederbeleben. Auch das ist hier möglich, ein Wiederbelebungsprozess. Aber ich denke, es ist eher hier wirklich dieses authentisch und frei sein und erlöst sein. Irgendetwas hinter sich lassen können. Ja, das ist auch die Befreiung von Verstrickungen, von karmischen Mustern. Für die Jungfrauen, worum geht es hier? Eine Herausforderung für die Jungfrauen. Okay, jetzt haben wir hier zwei. Also du schaust nach vorne. Du schaust hier gerade sehr fokussiert hier dir deine weitreichenden Perspektiven an. Ja? Du bist hier sehr auf die Zukunft fokussiert und willst jetzt etwas Neues erschaffen, etwas Neues anvisieren, ansteuern. Du planst, du fängst hier an, dich wirklich neu auszurichten auf die Zukunft. Positiv, optimistisch. Ja, du hast hier etwas erschaffen. Du stehst hier auf einem guten Boden, einem guten Fundament, hast hier einiges erarbeitet. Ja, und jetzt schaust du dir deine weitreichenden Optionen, Möglichkeiten und Perspektiven an und fängst an zu planen. Ja, es geht hier auch, wir sehen hier einen Neubeginn. Du arbeitest an etwas Neuem. Acht der Münzen zeigt hier, dass du dich hier neu aufstellst. Vielleicht lernst du etwas Neues, vielleicht bildest du dich weiter, vielleicht bist du einfach dabei, hier ein Projekt zu starten oder irgendetwas, was hier auch wirklich erfolgreich sein wird, was viel Disziplin, Fleiß und Konstanz, Kontinuität erfordert. Das ist der Neubeginn. Entweder der berufliche Neubeginn oder der Beginn einer neuen Stabilität, einer neuen Aufgabe, was du hier neu startest. Und das scheint hier irgendwie mit deinen Wünschen, Träumen, Visionen und Fantasien zu tun zu haben. Ja, also vielleicht arbeitest du jetzt an deinen Träumen. Vielleicht startest du irgendetwas, um deine Wünsche und Träume hier in die Tat umzusetzen. Ja, du realisierst hier deine Träume. Der König der Kelche auf der unbewussten Ebene. Könnte also sein, das ist eine Person, es könnte jetzt deine Energie sein oder auch die eines Gegenübers. Das ist die Energie von dem Wasserelement. Sehr intuitiv, sehr gefühlvoll, sehr instinktsicher. Es kann also sein, dass du dich hier einfach gerade von deinen Instinkten leiten lässt, dass du hier gerade sehr intuitiv bist, deinen Träumen folgst, deine Träume verfolgst, aber auch sehr gefühlsintensiv. Vielleicht bist du aber auch gerade sehr empfindsam. Kann auch eine Person sein. Es könnte auch ein Gegenüber sein, das hier auch einen größeren Einfluss auf dich ausübt. Aber auch relativ im Unbewussten. Ja, so ein Unbewusst, ein Einfluss, der dir nicht so richtig bewusst ist. Oder deine Gefühle haben hier einen Einfluss auf dich, der dir nicht so richtig bewusst ist. Es kann auch einfach sein, dass du sehr instinktsicher jetzt vorgehst. Ja? Dass du dich hier von deinen Gefühlen und deinen Träumen leiten lässt. Vielleicht bekommst du auch Eingebungen, Botschaften, ja, intuitive Bilder, innere Visionen. Wir haben ja hier auch deine Träume, die realisiert werden wollen. Das ist sehr merkwürdig, wie die Karten hier heute springen. Ja, so. Gut, da haben wir den Hierophanten, 9 der Stäbe und 4 der Kelche.
Also wir sehen, deine äußere Haltung, also deine gedankliche Haltung, ist hier ein wenig unzufrieden. Ja? Man ist mit irgendetwas unzufrieden, irgendwas schmeckt dir nicht, irgendwas stimmt dich hier lethargisch, du fühlst dich hier irgendwie nicht gesehen oder nicht erkannt oder das, was man dir gibt, gefällt dir nicht. Ja, das ist eine Unzufriedenheit, eine gedankliche. Und da geht es eben darum, jetzt zu erkennen, was macht dich hier so unzufrieden, was lähmt dich, was macht dich hier so überdrüssig, ja, was gefällt dir hier nicht. Das darfst du dir erstmal anschauen. So, und dann geht es natürlich mit dem Hierophanten darum, ganz klar, dass du deiner Wahrheit folgst, dass du deiner tiefsten Wahrheit, deinen Werten vertraust. Da geht es auch um eine sinnvolle Lebensaufgabe. Vielleicht geht es auch darum, dass du etwas tun willst, vielleicht dich einer neuen Aufgabe stellen möchtest, die sinnvoll ist, die sich für dich sinnvoll, sinnhaft anfühlt, die dir einen neuen Sinn gibt. Es geht hier viel um Sinn und auch um spirituelle Führung, dass du einfach etwas tun möchtest, was dir entspricht und deiner Wahrheit folgen willst und für deine Wahrheit auch einstehen möchtest und für deine Überzeugungen. Neun der Stäbe zeigt ja auch so eine demonstrative Stärke, die du nach außen zeigst. Hier haben wir den Erfolg, den Sieg, den du nach außen hier auch zeigst, die Anerkennung, die du bekommst. Und dann auch eine sehr starke, demonstrative Haltung, die hier sehr, sehr entschlossen ist. Du willst ja auch etwas unbedingt erreichen. Hier geht es auch darum, sich durchzusetzen. Ja, entschlossen aufzutreten, entschlossen für deine Wahrheit. Ja. Ja, wir schauen mal, was hier drunter liegt. Sieben der Schwerter. Das ist ja die fehlende Aufrichtigkeit, die Unaufrichtigkeit, die Lügen, die Betrug, Intrigen. Jemand macht sich aus dem Staub, jemand macht sich davon, jemand stellt sich nicht einer Konfrontation, so etwas. Es kann also so jemanden hier geben. Es kann aber auch deine eigene Energie sein. Das muss man immer dazu sagen, denn in erster Linie ist natürlich mit den Sieben der Schwertern der Fragende angesprochen. Also es kann auch sein, dass du dich jetzt hier bedeckt hältst, dass du hier versuchst, strategisch vorzugehen und hier vielleicht auch nicht traust, mit offenen Karten zu spielen. Auch das ist hier möglich. Gleichzeitig sehen wir aber, dass du dich auf ein neues Ufer begibst. Du bist hier in einem Übergangsprozess. Du öffnest dich für eine Veränderung. Du lässt dich auf etwas Neues ein. Ja, auf zu neuen Ufern haben wir hier. So, das kann auch sein, dass du eine Situation hinter dir lässt, wo es Lug und Betrug gibt, ja, wo man unaufrichtig ist, dass du eine solche Situation hinter dir lässt. So ein Gegenüber oder ein Umfeld, wo es nicht so richtig ehrlich vor sich geht. Es kann aber auch sein, dass auch du deine eigene Unaufrichtigkeit dir selbst gegenüber zurücklässt, ja, und dich jetzt in unsichere Gewässer vorwagst, mutig, aber auch ängstlich, auf das neue Ufer zusteuerst und du weißt noch nicht, was dich da erwartet, aber du weißt, da, wo du jetzt bist oder wo du bisher warst, kannst du nicht bleiben. Ja, also es könnte durchaus sein, dass du ein Umfeld verlässt, was hier nicht dein bestes Interesse im Sinn hat oder was so ein bisschen trickserisch, betrügerisch hier vorgeht. Und du bist hier auch im Vertrauen, ja, du folgst dir der inneren Stimme, der inneren Führung, du bist hier auch voller Freude, du willst hier irgendwie Träume, ja, deinen Träumen folgen, deine Träume verwirklichen. Ja, wir schauen mal. Okay, Flexibilität. Ich will da nochmal reinschauen. Ich will da nochmal reinschauen kurz in diese Energie, um das mit den Sieben der Schwertern besser zu deuten. Es kann nämlich auch um dich gehen. Es geht darum, lernfähig zu sein, ja, Neues zu lernen, sich für neues Wissen zu öffnen, aufgeschlossen, Anpassungsfähigkeit, ja, flexibel, anpassungsfähig sein. Ohne dabei preiszugeben, worauf es am meisten ankommt. Also da geht es schon dann ums Bedeckthalten. Geschmeidig sein. Das ist ja auch so ein bisschen diese Schlangen- und Fuchsenergie. Clever sein. Bleib neugierig, offen und bewusst. Diesmal werden sich andere Menschen auch dir gegenüber flexibel zeigen. Ja, also Flexibilität ist hier wichtig. Flexibilität und Aufgeschlossenheit. Sei offenen Herzens und Geistes.
Also es geht jetzt nicht darum, unbeugsam zu sein. Okay, und die Neun der Stäbe ist ja eine sehr unbeugsame Energie. Also hier ist man ja sehr entschlossen, absolut standhaft und will etwas durchziehen, unbedingt. Ja, ich muss mal weiterschauen. Wir müssen mal weiterschauen. Was ist jetzt hier wichtig für die Jungfrauen? Also, du fühlst dich noch... Wir haben hier auch die 8 der Schwerter und die 7 der Schwerter. Jetzt liegen die direkt nebeneinander. Jetzt wird das ja auch nochmal deutlich. Du fühlst dich hier irgendwie gehemmt, blockiert, eingeschränkt. Eine flexible Herangehensweise. Ja, vielleicht geht es auch darum, dass du deine Pläne oder deine Vorhaben jetzt wirklich clever und geschickt einsetzt und eine gewisse Flexibilität zeigst. Worum geht es für die Jungfrau? Es kann natürlich auch sein, dass du dich hier selbst getäuscht hast. Ja, dass du dir selbst was vorgemacht hast. Weil wir haben ja auch die 7 der Kelche. 7 der Kelche, das sind natürlich deine Träume und Wünsche, Ideale, Fantasien. Aber gerade hier haben wir so diesen Täuschungsaspekt drin und hier auch. Es kann auch sein, dass du erkannt hast, dass du dir auch selbst was vorgemacht hast und dass du deswegen jetzt eine Situation jetzt hier hinter dir lässt und auf ein neues Ufer zugehst. Dir was Neues aufbaust. Neu anfängst. Zyklen. Okay, Zyklen durchbrechen. Es darf ein Zyklus durchbrochen werden. Ein Muster. Ne, das ist hier eben auch das Gericht. Da geht es ja um diese Befreiung. Ein Zyklus durchbrechen. Und hier geht es um das Spinnen, ja, etwas Neues erschaffen, vielleicht ein neues Netzwerk. Da muss ich auch mal reinschauen. So. Fließe mit der Natur und erkenne jetzt die Muster und Zyklen in deinem Leben. Die produktiven und die, die dich eher stören. Es ist jetzt Zeit, ein schlechtes Muster zu durchbrechen. Ja, ein schlechtes Muster zu durchbrechen. Also gibt es irgendein Muster, was dir nicht gut tut, wo du weißt, es ist, ja, das könnte jetzt also aus Haus 6, ne, da sehen wir ja auch, vielleicht auch Lebensgewohnheiten oder eine unausgeglichene Work-Life-Balance oder zu viel Arbeit oder zu unproduktive Arbeit oder zu wenig Wertschätzung oder vielleicht auch zu wenig gesunde Strukturen und Gewohnheiten für dich. Also da darfst du mal schauen, welche schlechte Gewohnheit hier durchbrochen werden darf und welche guten, also eben genau analysieren. Es geht hier um diesen Rückzug, die Analyse zu erkennen, einschätzen, beurteilen, welche Gewohnheiten tun dir gut und welche negativen dürfen jetzt durchbrochen werden. Ja, und das ist, glaube ich, hier auch das Geheimnis, um aus diesen 8 der Schwertern rauszukommen und dieses Gericht, die Befreiung, die Erlösung zu erfahren. So, alles ist verbunden. Energie geht niemals verloren, sondern wird transformiert. Wisse, wann es besser ist, allein zu sein oder in Gesellschaft etwas zusammenzutun. Oder eine Gemeinschaft zu erschaffen. Eine Community zu bilden. Vertraue dir selbst und deinem Prozess. Ja, also du darfst jetzt deine Fähigkeiten nutzen und zusammenbringen, um etwas Einzigartiges und Wertvolles zu erschaffen. Hier, etwas erschaffen, etwas Einzigartiges, Wertvolles zu erschaffen. Deine Fähigkeiten nutzen. Das ist ja auch der Mondknoten, hier der nördliche Mondknoten. Da geht es ja auch um deine Potenziale. Okay. Also was musst du allein tun, was ist besser jetzt allein zu tun und was wäre hier besser auch mit Unterstützung oder vielleicht in einem Team oder gemeinsam mit anderen hier gemeinsam auch zu schaffen. Ja, also auch das darfst du hier jetzt bewerten und beurteilen und einschätzen. Worum geht es für die Jungfrau?
magisches Manifestieren. Deine Träume, Visionen und Ziele werden Wirklichkeit. Halte den Fokus. Ja, das ist eben auch das, was ich hier gesagt habe, ne? Dass du erschaffst dir jetzt deine Träume oder einen Traum. Du manifestierst dir einen Traum. Das ist auch, was ich hier sehe mit Isis. So, schaue ich nochmal rein. Du betrittst einen Raum, in dem deine Traumwirklichkeit zur tatsächlichen Realität wird. Diese Zeit jetzt ist ganz außerordentlich kraftvoll. Deshalb ist es lebenswichtig, dass du deinen Fokus auf das Beste aller gerichtet hältst. Du hast jetzt genug davon, immer wieder deine Geschichte zu durchleben und zu denken, dass keiner dich unterstützt. Wenn du anerkennst, wie sich das damals angefühlt hat und wie du die Sache schließlich gedreht hast, hast du einen guten Fokuspunkt für Dankbarkeit, von dem aus du dich auf die universelle Fülle ausrichten kannst. Disziplin und Dranbleiben sind jetzt wichtig. Ja, doch, dann geht es um das Durchziehen, Dranbleiben. 9 der Stäbe. Bedenke, dass du zwischen zwei Welten hin und her gehst, wenn du dich Tagträumen hingibst, Visionen erschaffst oder lebensverbessernde Ideen in die Tat umsetzt. Magie heißt, überall zu manifestieren, wo du gerade bist. Das ist spannend. Wow, das ist Magie. Du manifestierst gerade. Ja, das ist wirklich ein magisches Manifestieren. Dranbleiben, deiner Wahrheit folgen, deinen Werten, der Intuition vertrauen. Das ist ja auch eine Schutzkarte, ne? Der Hierophant zeigt ja auch, dass du geführt bist, tiefe Erkenntnisse hier auch bekommst, spirituelle Führung hier auch suchen darfst, nach spiritueller Führung dich auch im Außen orientieren darfst. Also machst du jetzt zum Beispiel auch, indem du dir so ein Video dir anschaust. Ja, es geht darum, hier die Wahrheit zu erkennen, um auch aus dieser Lethargie rauszukommen, dieser Energie, wo du unzufrieden bist. Vielleicht schmolzt du hier auch mit jemandem oder bist beleidigt. Also irgendetwas möchtest du hier nicht mehr. Ja, was man dir gegeben hat, da bist du einfach überdrüssig von. Und du willst jetzt hier etwas Neues erschaffen, deine Träume manifestieren mit voller Entschlossenheit. Ja, ich hätte gerne noch ein Krafttier hier. Eine Neusortierung. Was ist wichtig für die Jungfrauen? Worum geht es jetzt? Der Wal, die Rückverbindung. Verankere dich in dir, dein Meister, dein Heiler, deine Trösterin, dein Schutz und deine Kraft. Alles ist bereits in dir. Ja, also hier geht es darum, in dir Halt und Kraft zu finden und nicht im Außen. Und stattdessen die Veränderungen im Außen geschehen lassen. Es tritt Ruhe ein in die Bewegung des Lebens. Verankere dich jetzt in dir. Alles ist in dir. Wenn du gut und sicher in dir verankert bist, kannst du sein, wo du willst. Du kommst überall nach Hause, zu dir. Du kommst an und kannst von dort aus die Verbundenheit mit allem fühlen. Wo bist du zu Hause? Woran hältst du dich noch fest? Wo zwingst du dem, was ist, deinen Willen auf, statt es anzunehmen, dich hinzugeben und dem Lauf der Dinge zu folgen? Du wirst immer wieder auf dich selbst zurückgeworfen. Nicht, weil man dir wehtun will, sondern weil du nach deinem Zuhause, nach der Quelle des Seins gefragt hast. Suche den Anker nicht in der Außenwelt, denn diese unterliegt starken Bewegungen, Veränderungen und Wandlungen. Die Gesänge des Wales erreichen dich, um dich daran zu erinnern, dass du in dir selbst zu Hause bist. In dir findest du alles, was du brauchst, um Heilung, Weisheit, Kraft, Liebe und Geborgenheit zu erfahren. Wenn du bei dir bist, dann kannst du die Welt so lassen, wie sie ist, Veränderungen so hinnehmen, wie sie kommen und fühlst, dass du getragen wirst im Ozean dieser Welt. Veränderungen kommen und gehen. Mal geht es in die Tiefe, mal in die Höhe. Alles folgt dem kosmischen Rhythmus, seiner Gültigkeit und seiner Gesetzmäßigkeit. Wer sein Zuhause in sich gefunden hat, der kann sein, wo er will. Er hat immer eine gute Anlaufstelle in allen Belangen. Also ziehe dich zurück. Nochmal, den Eremiten haben wir ja auch hier, also Rückzug. Ja, Ruhe haben wir auch hier, um dich neu zu sortieren, in dir Halt zu finden. Lass die Wandlung geschehen. Sie braucht ihre vorbestimmte Zeit.
Und in der Stille wirst du merken, wie das Feld dich trägt und alles zur rechten Zeit am rechten Ort geschieht. Ja, ich möchte gerne hier noch eine Botschaft für die Jungfrauen. Unbekannte Gewässer, das sind die 6 der Schwerter, die hier auch schon drunter liegen. Spannend. Spannend, denn genau das haben wir hier schon. Ne? Wir haben hier die 6 der Schwerter. Das ist auf zu unbekannten Ufern. Du gehst auf in unbekannte Gewässer. Das ist eine Veränderung, eine Öffnung, eine Wandlung, wo du vielleicht unsicher bist, nicht weißt, was auf dich zukommt. Ja, du wagst dich ins Unbekannte ohne Karte, ohne Navigator. Tritt aus deiner Komfortzone heraus. Du entschließt dich dazu, die Dinge anders zu machen. Ja, vertraue den Gezeiten des Lebens. Lass dich in der Dunkelheit von der Neugier leiten. Alles wird gut werden. Jetzt ist nicht der Zeit, um in der Komfortzone zu bleiben, sondern dich auf die Heldenreise zu machen, in unerforschte Gewässer aufzubrechen. Etwas ist in Bewegung, das Abenteuer ruft. Ja, gebe dich dem Neuen hin. Ist auch interessant, alle 3 haben hier eine sehr ähnliche Farbe, dieses Blau. Du darfst dich hier der Wandlung öffnen. Ja, liebe Jungfrauen, das ist hier für dich die Botschaft. Der Hierophant führt dich hier in eine neue Erfahrung, in eine tiefe Erkenntnis, vielleicht auch zu einer neuen, wirklich sinnvollen Tätigkeit oder Möglichkeit, deine Wahrheit zum Ausdruck zu bringen, authentisch deine Wahrheit zu leben, wodurch du dich hier befreit fühlen kannst, erlöst. Ja, wodurch ein altes Muster hier auch durchbrochen werden kann. Das ist hier auch mit das Entscheidende. Du richtest dich neu aus. Ja, wir sehen dich auf jeden Fall sehr entschlossen und siegessicher, siegreich, erfolgreich. Also hier sehe ich, dieser Neubeginn, der liegt hier wirklich umgeben von kraftvollen Karten. Ja, du hast jetzt hier wirklich die Chance, jetzt deine Träume zu manifestieren. Und da darfst du auf jeden Fall dranbleiben. Dranbleiben, für dich einstehen, für deine Wahrheit, für deine Bestimmung, deine Berufung, denn das ist bei dem Hierophanten geht es ja auch immer um die Lebensaufgabe, die Berufung, deiner Bestimmung zu folgen. Ja, und dich auf unbekannte Gewässer einzulassen. Flexibel, sei flexibel auf deinem Weg. Vertraue deiner Intuition, deiner inneren Stimme. Und mach dich auf den Weg, die Komfortzone zu verlassen. Ja, weil da bist du eh unzufrieden. Das sehen wir hier. Na, in dieser Komfortzone bist du eh, die erfüllt dich nicht mehr. Du schaust jetzt nach vorne und willst dich neu ausrichten. Ihr Lieben, das ist es, was ich jetzt hier für dich sehe, aktuell, für die letzten 2 Oktoberwochen. Ich hoffe, du konntest hier etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder gerne auch ein Abo von dir. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.